So, hallo, liebe Womo-Aktiv-Freunde. Jetzt mal einen ganz komischen Film. Noch scheint die Sonne, aber sehr tief. Wir fahren jetzt von Affoltern aus den Radweg oben auf dem Damm entlang bis zur Edertalsperre. Und dann hoffen wir, dass es dann dunkel wird. Und dann zeigen wir euch, oder wir wollen versuchen, euch die Edertalsperre einmal im Dunkeln zu zeigen, da sie ja schon seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder überläuft. Und das wollen wir euch mal bisschen zeigen und das wollen wir euch bildlich mal fortführen. Also, jetzt fahren wir eine Runde Fahrrad. Wir sehen uns, bleibt dran. Es geht weiter nach dem Intro. Ciao, ciao. Oh, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, wir sitzen auf die Fahrräder und fahren jetzt hier oben über dem Radweg, über den Damm nach Hempfurt. Und von dort aus dann geht es noch mal ordentlich den Berg hoch, oben zum Edertalsperre. Und dann wollen wir warten, bis es dunkel wird. Und wir hoffen, dass sie immer noch überläuft und dass wir euch da ein paar schöne Bilder zeigen können. Aber wie gesagt, wir hatten es aber in unserem letzten Video gezeigt, wo wir eine Runde gelaufen sind. Da ist quasi jetzt hier der erste Teil, der im anderen Video am Ende war, ist dieser Geh- und Radwanderweg am Alfolder See, was ja auch ein Ausgleichsbecken ist. Rechts von uns ist der zweite Campingplatz. Edertalhof, glaube ich, war das. Und jetzt fahren wir erstmal ein ordentliches Stück. Ja, neue Herausforderungen. Jetzt mal auf dem Fahrrad, selbst filmend. Die Sonne ist mittlerweile schon hinter den Bergen versunken. Und wir haben noch einige Kilometer vor uns. Aber ich versuche nachher noch mal zwischendurch zu filmen. Ja, meine Frau macht wilde Bewegungen. Ach so, ja, hier rechts von mir, ob ihr seht, da ist diese Draisinenbahn, die wir euch im letzten Video von uns gezeigt haben. Das ist die Draisinenbahn, wo ihr mit der Draisine in den nächsten Ort fahren könnt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir noch haben. Es sind noch einige Kilometer und hoffentlich hält das Wetter, weil das ist doch, seht ihr auch an der Jacke, schon kalt und das Mitte Mai, naja, ein etwas anderes Frühjahr oder Frühsommer. So, ihr Lieben, haben das Ende des Affolter Sees erreicht. Neben mir ist immer noch die Draisinen-Eisenbahnstrecke. Aber jetzt vor mir zeige ich euch auch. So, meine Frau ist schon ein Stück vorgefahren. Hier seht ihr ein Umspannwerk. Das ist dieses Umspannwerk, weil dort oben am Ende des Affolter Sees ein Wasserkraftwerk ist. Das Wasser wird auch oben gepumpt, kommt dann nach unten. Ein Teil der Energie wird genommen, um das Wasser nach oben zu pumpen. Und von oben läuft es dann runter und erzeugt dann Strom. Und dafür ist dieses Umspannwerk, dass da halt Strom erzeugt wird. Das ist hier im Eder-Bergland, gerade am Edersee, sehr oft und sehr viel der Fall, dass hier viele Spannungsversorgung über Wasserkraft hergestellt wird. So, wir sind hier am Ende der Draisinenstrecke. Und hier ist unten schöner Biergarten, so ein bisschen auf Oldschool Western gemacht. Gehört zu einem Lokal, bei dem wir jetzt auch noch vorbeikommen. Seht ihr, hier oben ist das Ende der Eder-Draisinenstrecke. Da sind wieder die Hinweisschilder. Wir biegen jetzt rechts rum ab.
Da sind auch schon die großen Strommäste, die vom der Idertalsperre kommen. Was ganz geil ist hier, hier ist das sogenannte amerikanisch gestylte Zündstoff City. Das ist für Biker, eine Art Motel, Biker oder Radfahrer. Total super gemacht im Western-Stil, eine Western-Stadt mit dementsprechenden Locations. Wir fahren jetzt einmal um die Zündstoff City drumherum. Von hinten sind die alle zusammenhängend, aber von vorne wird ihr sehen, ihr seht das neben, das sind einzelne Motels, einzelne Saloons. Richtig schön gemacht. So, jetzt fahren wir über die Brücke. Das ist der Abfluss vom Edersee. Hier von der rechten Seite aus kommt das Wasser oben von der Edertalsperre runter. Und wir fahren jetzt hier in die Gemeinde Hempfurt-Edersee hinein. Und dann geht es jetzt gleich da vorne rechts auch den Berg hoch, steil, oben bis zur Staumauer Edersee. Ich brauche jetzt mal kurz beide Hände und wir sehen uns gleich wieder. So, lieben, Fahrräder abgestellt, Helm abgezogen. Jetzt sind wir hier an der Edertalsperre. Da sind noch ein paar Leute mehr, die sich das Schauspiel angucken wollen. Hinter mir ist die Edertalsperre. Wie gesagt, es ist sehr selten, dass sie im Mai immer noch am Überlaufen ist. Aber es hat dieses Jahr so viel geregnet, dass immer noch der Überlauf ist. Wenn es nachher dunkel ist, ist es noch interessanter. Aber jetzt drehe ich euch erstmal um, dass ihr mal auch den Blick habt. So, jetzt habt ihr auch den Blick. Ohne mit mir im Vordergrund. Das ist also die Edertalsperre. Und wie ihr seht, die ist komplett voll. Das heißt, der Edertalsee ist so voll, dass das Wasser oben drüber läuft und es immer noch mehr Wasser reinkommt. Das ist quasi der Überlauf oben, wo es drüber geht. Unten rechts seht ihr das Transformatorenhaus, wo die Turbinen angetrieben werden. Einmal da auf der gegenüberliegenden Seite rechts und hier unten auch links. Jetzt guckt mal, hier gibt es eine Plattform. Hier sind noch mehr Menschen. Die warten auch nachher, wenn es dunkel wird. Oh, was wir ganz neu gemacht haben hier am Edersee, ist im Hintergrund. Das ist das neue Edertalsperrmuseum. Jetzt hier nochmal der Platz, wo wir mit dem Fahrrad eben entlang gekommen sind. Jetzt bewege ich mich mit euch nochmal über die Edertalsperre, dass ihr euch das auch nochmal angucken könnt. Hier vorne an der Ecke der Edertalsperre legt auch das Ausflugsschiff an, was dann auch über den Edersee komplett fährt. Wie gesagt, es ist sehr, sehr kalt heute. Das habt ihr schon an den Kleidung gesehen beim Fahrradfahren. So, hier ist jetzt der Edersee. Und ihr seht, er ist wirklich komplett bis oben hin maximal voll. Im Hintergrund, gerade dort, ist Schloss Waldeck. Und auch wieder mit den Campingplätzen. Dort auf der anderen Seite ist auch ein großer Campingplatz und der See macht ja dann dort nach links einen Knick. Da hinten kommt ihr zur Ederseealm, die auch recht schön ist. Jetzt gehe ich mal mit euch über die Staumauer herüber. Das ist also die Staumauer. Hier darf nicht gefahren werden, auch nicht mit dem Fahrrad. Geschoben ja, fahren nein. Jetzt guckt euch das mal an. Er ist schon gigantisch hoch. Und überlegt, wie
hoch diese Edertalsperre ist. Das sind schon etliche Meter. Einmal hier. Und auf der linken Seite seht ihr aufgestaut. Ja, die Edertalsperre ist vor vielen, vielen Jahren errichtet worden. Und Grund war halt ja einmal das Aufstauen zum einen und zum anderen mal auch um Strom zu gewinnen. Das war das Hauptsächliche. Aber es mussten natürlich auch, um dieses zu machen, 3 Dörfer überflutet werden. Und das war das Besondere. Gerade letztes Jahr, wo wir den extrem trockenen Sommer hatten, konnte man einige Dörfer komplett trocken sehen. Ja, das ist Wahnsinn, wie hoch das Wasser ist. Ja, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer 22 war es so trocken, dass alle Dörfer komplett frei waren und die Eder nur noch ein Ringsaal war. Und jetzt bin ich mit euch an der Edertalsperre. Und jetzt guckt euch mal an. Hier sind die Schächte der Überläufe. Das heißt, es ist so viel drin, dass es hier jetzt rüberläuft. Jetzt gehen wir als Vergleich auf die andere Seite. Oben ist die Staumauer ja nur in Anführungszeichen 5 Meter dick. Da drüben seht ihr die Plattform und das Museum. Achtung! Und jetzt geht es in die Tiefe. Schwuppdiwupp, seht ihr da, sind die Überläufe und da läuft das Wasser drüber. Mit den einen Turbinenhalle auf der einen Seite und da drüben der anderen Turbinenhalle. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Hier am Rand ist das Wasser ja nicht ganz so stark am Durchlaufen, aber weiter drüben ist es halt umso stärker. Und da nehme ich euch jetzt noch mal mit hin. Nur was ihr hier vorne seht im Wasser, das sind diese Bojen. Näher darf man nicht ran, das sind die Abstandsbojen. Und da darf man nicht näher ran wegen der Saugwirkung. Meine Frau ist jetzt auch mit dabei, hat das ja auch noch nie so gesehen. Genau, und hier seht ihr auch, wie gesagt, obere Kante der Mauer, genau hier unten drunter. Und da läuft es drüber. Ja, das könnt ihr euch vorstellen bei der Flutkatastrophe, was wir im letzten Film an dem Denkmal in Alfoldern waren. Diese Mauer war zu 2/3 von oben nach unten weg. Ein riesen Loch hat hier drinnen geklafft. Also da, wo ich jetzt hin filme, den kompletten Bereich, den ihr hier seht, der war komplett weg durch die Rollwasserbombe. Und eine Flutwelle von zwischen 8 bis 10 Meter hoch hat sich hier quasi durch das Tal hindurch bewegt und hat die danach folgenden Orte komplett überflutet. Und das in der Nacht von dem 16. auf den 17. Mai, also quasi heute Nacht auf morgen vor 80 Jahren ist das passiert. Schaut mal hier, hat einen großen Ast angeschwemmt, der hier oben liegt. Das heißt, wenn da jetzt eine ordentliche Windböe kommt, dann wird der Kollege wahrscheinlich auch rüber und auf der anderen Seite die Mauer herunterstürzen. Ja, hier sieht man jetzt auch noch mal dort hinten, ich zeige noch mit dem Finger hin, dort ist Schloss Waldeck. Auch sehr interessant, auch eine Reise wert oder ein Tagesausflug. Also wie gesagt, kann man nur empfehlen, wenn ihr hier in der Nähe seid, der Kellerwald ist hier, das Eder Bergland, der Eder See
mit seiner Riesengröße. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wie hoch oder wie tief das hier ist, ich schwenke jetzt mal rüber. Hier ist der Wasserspiegel des Edersees und ich bleibe in einer Höhe. Und wenn ihr jetzt mal hier rüber guckt, ich bleibe immer noch in der Höhe und gehe rüber auf die andere Seite. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie tief es direkt an der Staumauer ist. So, jetzt gehen wir wieder zurück und warten, bis es dunkel wird. Und dann zeigen wir euch nochmal eine ganz Besonderheit, die sehr selten ist, worauf hier auch einige Leute mit Kameras etc. warten. Und da nehmen wir euch mit und das möchten wir euch nicht vorenthalten. Und dafür sind wir trotz der Kälte und des Windes nochmal hier hoch zur Edertalsperre geradelt. Also, bis gleich. So, hier, ich hoffe man sieht es, sieht man noch. Die Edertalsperre hieß Waldecker Talsperre ursprünglich, erbaut unter Wilhelm II., deutschen Kaiser, König von Preußen und Friedrich Fürsten zu Waldeck und Pyrmont, durch die preußische Staatsbauverwaltung und gebaut 1908 bis 1914. Also schon einige Tage her, das Ganze. So ihr Lieben, jetzt ist es schon etwas dunkler geworden. Wir haben jetzt 20 nach 9. Man kann das Schauspiel schon ungefähr erahnen. Die Menschen werden auch immer mehr. Hier hinter mir ist die Edertalsperre. Und jetzt drehen wir uns und ich schalte mal um. Vielleicht könnt ihr ja schon was erkennen. Also nicht nur das Spektakel, was sehr selten ist, gerade Mitte Mai, sondern man hat mittlerweile eine Lichtinstallation gemacht an die Edertalsperre. Jetzt seht ihr es ganz zart, nämlich verschiedene Lichter. Aber wir warten mal, bis es dunkler wird und dann schauen wir nochmal. So, nachdem jetzt alle Farben einmal durchgespielt sind, seht ihr jetzt zum Beispiel jeder Bogen eine andere Farbe. Kompletten Regenbogen, leicht angehaucht. Jetzt warten wir mal, bis es noch dunkler wird, dann sieht es wahrscheinlich noch impulsanter aus. Aber ich kann euch sagen, es ist wahnsinnig schweinekalt. Wir haben 9 Grad und das im Mai. Das ist schon echt der Hammer. So, wir sind jetzt ganz unten an der Staumauer. Wir sind jetzt noch mal im Halbdunkeln außen rumgegangen und das ist das, was wir euch zeigen wollten. Natürlich gerade jetzt im Mai so spät und dann noch der Überlauf. Und dann wird das Ganze noch in Szene gesetzt mit den verschiedenen Farbenspielen. Und das ist absolut ein Besuch und eine Reise wert. Also wenn ihr hier im Ederbergland seid, jetzt wechseln wir die Farben ins Grüne. Wenn ihr hier im Ederbergland seid, dann ob mit Wohnmobil oder Wohnwagen, es gibt genügend Camping- und Stellplätze. Sucht euch einen Platz aus. Mit dem Wohnwagen habt ihr die Möglichkeit, mit dem Auto herzufahren, bei jeder Tagesperre. Denkt dran, ihr müsst ein ganz schönes Stück laufen, weil man kann hier nicht ranfahren. Aber ansonsten Fahrrad oder E-Bike. Guckt es euch an, es ist echt sagenhaft und wunderschön. Das ist noch ein bisschen mitlaufen, sodass ihr das Ganze noch so ein bisschen als Eindruck sammeln können.
So, Liebe, wir sind wieder oben angekommen. Genau, war doch ziemlich anstrengend. Hier oben sind die Scheinwerfer, das sieht man natürlich jetzt nicht mehr so gut. Wir gehen jetzt zurück zu unseren Fahrrädern, fahren heim. Wir sagen schon mal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, das ist kostenlos. Damit unterstützt ihr uns. Drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir verlinken euch unten in den Kommentaren rein alles über den Eder Stausee, die Stauseemauer, wann und wie da alles ist, damit ihr euch da erkunden könnt. Ich schalte jetzt nochmal um, wir laufen zurück zu den Fahrrädern, dann könnt ihr nochmal die letzten Bilder und Blicke genießen. Macht's gut, bis denn. Tschüss.